Am Wort ist Gerald Hauser, FPÖ. Und Zuseher vor dem Fernsehschirm. Kollege Kopp, die ÖVP spricht immer von Zusammenarbeit. Aber ihr seid diejenigen, die unsere positiven Initiativen für unsere Volkswirtschaft ablehnen. Wir wissen, dass 50% unseres Bruttonationalprodukts in Höhe von 400 Milliarden Euro über den Konsum entsteht. Und wir haben x-mal unsere Initiative eingebracht, den Konsum zu stärken mit dem Österreich-Gutschein in Höhe von 1.000 Euro, aber nicht über Amazon und Co. auszugeben, sondern bei der heimischen Wirtschaft zu verkonsumieren. Das ist nämlich genau der Unterschied. Das ist nämlich sogenanntes Helikoptergeld, das in anderen Staaten eingesetzt wird, um die Massenkaufkraft zu stärken. Was macht sie in der Regierung mit Hilfe der Grünen? Ihr lehnt diese Initiativen laufend ab. Wissend, dass gerade über die Massenkaufkraft natürlich die Wirtschaft angeschoben wird, Einkommen gesichert werden, Arbeitsplätze erhalten werden. Wieso macht sie das? Wieso sagt sie immer gemeinsam? Und lehnt reflexartig nicht nur diese Initiative, ich komme dann auf weitere Initiativen zu sprechen, reflexartig ab. Und wisst ihr, was mich unglaublich frustriert ist, dass man ungeschauter über die Europäische Union 750 Milliarden Euro für den sogenannten Wiederaufbaufonds aufnimmt, obwohl man das gemäß europäischer Gesetzgebung gar nicht dürfte, der Paragraph 123 und der Paragraph 125 über die Arbeitsweise der Europäischen Union verbietet nämlich eine Vergemeinschaftung der Schulden. Und trotzdem nimmt die Europäische Union 750 Milliarden Euro auf und davon werden 390 Milliarden Euro überhaupt als Geldgeschenke an die Südländer verschenkt, bitte. Wieso wird nicht ein Teil dessen, ja, für unseren österreichischen Staatsbürger, für unseren Konsum hergenommen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ihr sprecht immer von der Nächstenliebe, aber der Nächste ist für mich der österreichische Staatsbürger, dem dieses Geld zugute zu kommen hat und nicht den Südländern, die seit Jahrzehnten, bitte, über die Europäische Union unterstützt werden und subventioniert werden. Das muss man also hier in aller Deutlichkeit ansprechen. Es gäbe dazu noch viel mehr zu sagen, aber es ist auch wichtig und notwendig, dass die Arbeitslosenunterstützung natürlich erhöht wird. Auch das erhöht die Masseneinkommen. Man darf nicht immer die breite Masse der Bevölkerung vergessen und andere Institutionenbetriebe bevorzugen. Zu dem komme ich noch zu sprechen. So, es ist natürlich die größte Krise, aber sie wird auch verstärkt durch Betriebsschließungen, durch Schulschließungen etc. Und ich hoffe, dass die Betriebe möglichst rasch wieder aufsperren können und dass es nicht so lange dauert, wie Minister Anschober eventuell angekündigt hat, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Das werden wir nicht überstehen. So, jetzt hat gestern oder die Tage vorher die Brodinger Tourismusberatung für den Tourismus 3 Szenarien erstellt. Auch für Tirol. Und es gibt ein Worst-Case-Szenario, wo die Brodinger Tourismusberatung sagt, dass im Worst-Case-Szenario die Nächtigungen um 46% einbrechen von 27,5 Millionen Übernachtungen in der Wintersaison in Tirol auf 15 Millionen, was einen unmittelbaren Wertschöpfungsverlust von 1,2 Milliarden Euro nur in Tirol bedeuten würde und allein 12.000 Jobs im Tourismus gefährdet sind. Es gibt daneben Bett- und Best-Case-Szenarien. Herr Finanzminister, ich frage Sie, hat die Regierung auch Szenarien, Worst-Case, Best-Case, Bad-Case? Oder laufen wir wieder in die Krise hinein, ohne auf diese Krise vorbereitet zu sein? Es wurde noch kein Szenario hier dem Hohen Haus präsentiert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und es wird natürlich, wenn die Betriebe nicht arbeiten können, kann das dramatisch werden. Und wir haben im Parlament viele Initiativen eingebracht, weil notwendig und wichtig ist die Hilfe zur Selbsthilfe auch. Wir müssen Liquidität, Eigenkapital stärkende Maßnahmen setzen für die österreichischen Betriebe. Unsere Initiativen wurden ausgesetzt, die wurden im Tourismusausschuss ausgesetzt, sie werden hier abgelehnt. Verstehe ich Sie nicht. Zusammenarbeit, Herr Kollege Kopf, wo bleibt da die Zusammenarbeit? Wir haben über x Initiativen eingefordert, die Eigenkapitalbasis der Betriebe zu verbreitern. Wir wollen haben, dass die stillen Reserven, die in den Betrieben schlummern, aufgewertet werden können. Das würde mehr Kraft in Unternehmen bringen. Wir wollen haben,
dass Eigenkapital, zusätzliches Kapital, dass die Unternehmer in ihre Unternehmen einbringen, dass dieses Kapital gleich behandelt wird wie Fremdkapital. Fremdkapitalzinsen können als Aufwand abgeschrieben werden. Eigenkapitalzinsen nicht. Das ist eine Benachteiligung. Das muss man ändern. Man muss wirklich die Kraft bündeln, damit unsere Betriebe mehr Liquidität haben, um aus dieser Krise natürlich herauszukommen. Investitionsprämie. Gute Sache, muss man sagen. Aber Herr Minister, die ersten 2 Milliarden Euro sind aufgebraucht. Es liegen viele Initiativen beim AWS, die derzeit nicht bearbeitet werden können, weil die angekündigte Erhöhung der Investitionsprämie noch nicht beschlossen worden ist. Also Sie sagen den Unternehmen, investiert, aber das bleibt auf halber Strecke stehen. Da ist Nachholbedarf. Ich frage Sie, Herr Finanzminister, haben Sie sich schon den Kopf zerbrochen, was passiert, wenn die Insolvenzantragspflicht bei 31. Jänner 2021 ausläuft? Viele Betriebe haben deswegen noch die Chance, weiter zu wirtschaften, weil diese Insolvenzantragspflicht aufgehoben wurde und deswegen eben nicht den Konkurs anmelden müssen. So, das läuft am 31. Jänner aus. Was sagen Sie diesen Betrieben? Kommt dann die Krise brutal und frontal oder versucht man, zum Beispiel hat mir die Initiative der österreichischen Tourismus, der ÖHV, gut gefallen, die gesagt hat, gründen wir eine Bed Company, wo wir Überbrückungsdarlehen, geschuldete Zinsen, Abgaben auslagern und wo dann diese Bed Company mit jedem Betrieb eine persönliche Vereinbarung trifft, um diese Schulden gemäß Liquidität der Betriebe zurückzuzahlen. Gibt es da irgendwas? Oder laufen wir wieder in eine Katastrophe hinein, ohne dass wir es wissen? Wir haben Initiativen eingebracht, um Betriebsaufgaben steuerlich zu erleichtern. Gerade in diesen Zeiten wollen viele Unternehmer ihre Betriebe nicht länger fortführen und sagen, naja, jetzt bin ich alt, jetzt möchte ich aussteigen. Aber dieses Aussteigen wird erschwert, weil die Betriebsaufgaben zu teuer sind, steuerlich zu teuer sind. Initiative eingebracht, ausgesetzt, abgelehnt. Sie wissen, zum Epidemiegesetz kennen Sie unsere Position. Unternehmer sind gemäß Epidemiegesetz zu entschädigen. Passiert nicht. Bis jetzt nur ansatzweise passiert. Ich darf auch auf die spezielle Situation der Reisebüros zu sprechen kommen. Es ist überhaupt eine Branche, die man vergessen hat. Und es gibt da wirklich einen Hilfeschrei der Branche an den Bundeskanzler. Auch da in aller Kürze, die Reisebürobranche hat keine Chance, einen Umsatzersatz zu bekommen, weil sie formal nicht geschlossen ist, obwohl Ausgangssperren im Wesentlichen bestehen, der Konsument nicht in die Reisebüros buchen kann. Und was passiert jetzt? Diese Betriebe, die über die Krise gebeutelt sind, bekommen nicht einmal einen Umsatzersatz. Das ist ein Desaster. Und diese Betriebe oder die Betriebsinhaber schreiben an den Herrn Bundeskanzler, wir sind fassungslos, entsetzt und mehr als verzweifelt am 16. November. Das muss geändert werden. Dieser Branche muss geholfen werden. Oder, anderes Beispiel, es gibt ungefähr in Österreich 230 Reisebüros, denen im Sommer bei Einschreiben die Pauschalversicherung gekündigt wurde. Mit 1. Jänner 2021 haben sie keine Versicherung mehr. Ihnen wurde die Geschäftsgrundlage entzogen. Nichts passiert diesbezüglich. Diesen Betrieben ist zu helfen. Das sind Klein- und Mittelbetriebe. 230 an der Zahl, die mir bekannt sind, die einfach im Regen stehen gelassen werden. Und nun darf ich vielleicht noch etwas anmerken zu den Staatshilfen. Es ist gut, notwendig und wichtig, zu helfen. Aber die Hilfe muss schnell sein, sie muss treffsicher sein und sie muss auch fair sein. Und Sie wissen, ich habe mich über Wochen für die Privatvermieter einsetzen müssen,
damit sie überhaupt eine Entschädigung bekommen. Und ich habe eine parlamentarische Anfrage gemacht, die Entschädigung bei den Privatvermietern betreffend. Antwort 4. Oktober, relativ frisch, diese Anfragebeantwortung von den ungefähr 40.000 Privatvermietern. Sind 1.635 Initiativen bewilligt worden. In Bearbeitung 1.186 und 1.149 Initiativen abgelehnt. Das sind die kleinsten der Kleinen, die hier betroffen sind. Und ich habe nachgefragt, na, wie hoch war denn die Unterstützungssumme aus den Härtefallfonds, die diese Kleinstbetriebe, die immerhin aber 300.000 Gästebetten in Österreich haben, pro Betrieb bekommen. Sie sehen das, 1.300 €. Theoretisch möglich für die ersten 6 Monate wären 15.000 €, 1.300 €. Und wenn man diese Summe multipliziert mit den 1.635 Betrieben, dann sind es 2.125.000 €, was man für die Masse der Kleinbetriebe bisher ausgegeben hat. Nur damit man einmal die Relation kennt und für diese kleine Summe, die für die Betriebe hoch sind, Herr Finanzminister, Sie spielen am Handy, aber ich würde Sie wirklich bitten, da aufzupassen, weil es wird mit dem Handyspielen wirklich nicht besser, wenn man diese Thematik und Problematik anspricht. Bitte lassen Sie nicht immer die Kleinst- und Kleinstbetriebe, die kleinen Gewerbebetriebe, lassen Sie die nicht immer und ohne Unterstützung durch die Krise kommen. Man muss bitten und betteln, damit was weitergeht. Das kann es doch nicht sein. Und ich darf Ihnen auch ein anderes Beispiel geben. Der Umsatzersatz ist super, ist notwendig. Aber Beispiel, Herr Finanzminister, Sie wissen schon, dass Betriebe, die im November geschlossen haben, ja, Beherbergungsbetriebe, und ich kenne auch da ein paar Beispiele, dass die auch einen Umsatzersatz bekommen, obwohl sie letztes Jahr im November keinen Umsatz gemacht haben. Ja, sie bekommen Anzahlungen rückvergütet. Anzahlungen von Gästen, die im November eingegangen sind, werden vergütet. Da geht es um 100.000 €, da geht es nicht um 1.300 € für einen Kleinen. Also, ob das gerecht ist, diese Frage, bitte, müssen Sie selber beantworten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das gerecht ist. Abschließend, Herr Finanzminister, wir wollen haben oder wir wünschen uns, dass Sie die breite Masse der Bevölkerung, auch die Kleinstbetriebe, die kleinen Gewerbebetriebe massiv unterstützen, dass Sie allen Betrieben eine faire, gerechte Entschädigung geben und dass vor allem das Epidemiegesetz, das Sie ausgehebelt haben über das Covid-19-Gesetz, dass auch das Epidemiegesetz in der Zahlung des Verdienstentganges zur Umsetzung kommt. Ich danke schön. Gerald Hauser von der FPÖ aus Tirol ist offensichtlich kein Fan des Budgetvoranschlags 2021. Er sagt, dass das Masseneinkommen der Bevölkerung, das müsse erhöht werden, auch durch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, eine alte Forderung der FPÖ. Die Krise würde durch Betriebs- und Schulschließungen nur verstärkt.